Kommissar Kluftinger als Hercule Poirot. In dem neuen Theaterstück des Landestheaters Schwaben kommt eine echte Allgäuer Kultfigur auf die Bühne. Das Stück Rauhnacht hat der Intendant des Theaters Walter Weyers geschrieben. Dabei hat er immer Rücksprache mit den Autoren gehalten. Ja, ich habe also das Textbuch geschrieben und das war schon ja Arbeit, zu konzipieren, wie machst du aus 300 Seiten Roman 40 Seiten so Theaterstück. Ne? Als ich das dann wusste, habe ich die Dialoge geschrieben, das ging dann schneller, weil dann hörte ich die Figuren, die ich wunderschön finde im Roman, wie die mit mir plauderten oder zumindest bin ich also dieser Illusion aufgesessen. Und dann wurde das Theaterstück fertig und wie gesagt, bei den Proben haben wir einen Spaß gehabt und jetzt freue ich mich, dass die Menschen da reingehen und hoffe, euch gefällt's. Die Handlung, Kommissar Kluftinger ist im Hotel Königreich zu Gast. Dort soll ein Kriminalspiel für geladene Gäste inszeniert werden. Dementsprechend haben sich alle verkleidet. Kluftinger als der berühmte Detektiv Hercule Poirot aus Agatha Christies Romanen. Meine Damen und Herren, nehmen Sie wieder Platz, bis Polizei... Während der Vorstellung aber die grausige Entdeckung. Oben im Zimmer ist tatsächlich ein Mord passiert. Das Hotel ist wegen einem Schneesturm von der Außenwelt abgeschnitten und Kluftinger soll den Mord nun aufklären. Die Autoren Michael Kober und Volker Klüpfel waren auch bei der Erstvorstellung. Das Wichtigste bei der Umsetzung eines Buches ist natürlich, den Hauptcharakter zu treffen. Also er muss natürlich der sein, der da in den Büchern auch ist. Also so ein bisschen mürrisch, bisschen grantig, zurückhaltend, aber im Prinzip von hinten raus auch ein schlauer Kopf. Wenn das schon mal stimmt, dann stimmt so die Basis, glaube ich. Ja, von hinten raus ein schlauer Kopf, yeah. Super Formulierung, finde ich. Toll, das muss ich mal aufschreiben, das verwende ich mal im Buch. So witzig wie die Autorin selbst soll das Stück auch sein, damit es dem Buch entspricht. Die eigenartige Hassliebe, die Kluftinger mit seinem Nachbarn und Arzt Langhammer verbindet, hat Weyers auch skizziert. Ich finde es unpassend, dass Sie den Toten die Kleider vom Leib reißen. Wie soll ich ihn denn sonst untersuchen? Mit meiner Röntgenbrille vielleicht? Auch sonst ist der Kommissar auf der Bühne, von André Stuchlik verkörpert, immer etwas pumpig und liebt seine Kässpatzen über alles. So sehr, dass er sie nicht mal zum Verhör aus der Hand legt. Verdächtig sind alle. Wer der Mörder ist, können Interessierte noch den ganzen Oktober in Memmingen herausfinden. Weitere Spielzeiten finden Sie im Internet unter www.landestheater-schwaben.de.